Das heißt also, Wandseite 1, Wandseite 2 für die freistehenden Wände mit individuellem Wandaufbau voreingestellt, dass die eine Wandseite entsprechend eine Fassade bekommt, die andere nicht. Warum ist es trotzdem geschossweise steuerbar? Es könnte ja auch mal sein, dass Sie eben so eine Konstellation haben, dass eine derartige Wandscheibe eben nicht irgendeine Attika-Wand nur ist oder nicht zu einer Garage zusammengesetzt wird, sondern vielleicht wirklich als freie Stützwand unter einer Dachabschleppung steht. Und dann könnte es eben durchaus sinnvoll und notwendig sein, dass Sie in so einem Fall auch auf der zweiten Wandseite, in Klammer plus, ne, eine entsprechende Fassade einstellen. Bitte Achtung, die Fassadensteuerung, die eben bei Wandseite 2 ohne Fassade beinhaltet, hat hier eine indirekte Steuerung, die an sich logisch ist. Wenn keine Fassade ausgeführt wird, wird automatisch auch nicht das Gerüst an dieser Seite berechnet. Bedeutet also, so wie wir es uns jetzt hier für diese Garage angeguckt haben, die Garage würde eingerüstet gerechnet werden, ne? Und zwar nur außen, würde theoretisch innen auch eine Fassade ausgeführt werden, würde eben dort auch nochmal eine Gerüstfläche gerechnet werden. Bitte Achtung, wenn wir davon reden wollen würden, dass solche Wandscheiben Planungskonstellationen, zum Beispiel für Nebengebäude, mit Fassadenteilflächen, siehe Steuerung, Teilfassaden und das entsprechende Video, versehen werden sollten, dann werden Sie feststellen, sollten Sie eben dort nicht die Minusseite, die erste Wandseite der Wandscheiben nach außen geplant haben und dann irgendeine Fassadenteilfläche drauflegen, dass das gar nicht funktioniert. Das heißt, also die Fassadenteilflächen werden eben dort auch wirklich nur auf den gedachten Außenbereich der Wandscheiben entsprechend drauf geplant. Das einfach nur als ergänzender Hinweis, weil wir gerade hier von der Fassadenausführung der individuellen Wandscheiben entsprechend reden. Erkennung, soweit klar. Nochmal kurz zusammengefasst, keine Wintergartenwände, 10, keine Massivwände, 11, 5, 17, 5, 24, 25, 30, 36, 5, nicht eingetragen in die Liste. Ihr werdet als normale Außenwände behandelt, nicht eingetragen in die Liste. Ihr seid offene Garagenwände mit einer Holzschalung, dann und nur dann greift die Steuerung für die Fassade der freistehenden Wände mit individuellem Wandaufbau, die geschossweise möglich ist, nach Wandseite 1 minus Seite außen und Wandseite 2 plus Seite innen getrennt, die in der Voreinstellung außen eine Fassade hat, inklusive Gerüst, und in der Voreinstellung innen keine Fassade hat, kein Gerüst. So. Natürlich, wie bei allen Fassadensteuerungen, parallel dazu noch die Putzfarbensteuerung, die sich wie bei allen anderen nur dann auswirkt, wenn vorne entsprechend wirklich auch ein Putz ausgewählt ist. So, diese Fassade für die freistehenden Wände mit individuellem Wandaufbau korrespondiert, ich gehe kurz nochmal auf Wandaufbau, mit dem Wandaufbau, den Sie hier bei diesen individuellen Wandscheiben in Klammern freistehend einstellen können. So, soweit erstmal zur geometrischen Identifizierung, wie wird es geplant, was wird berechnet, was fließt in diese Steuerung rein. Wir gehen jetzt hier wieder mit Abbruch raus und gucken uns das Ganze in der entsprechenden Berechnung auf dem Register Berechnung entsprechend unter Inhalt der Sonderausstattung an. Bedeutet das Ganze natürlich gesteuert im Register Fassade. Und die Fassadenelemente, von denen wir hier reden, ist oder sind eben unsere Fassade WS, WS für Wandscheibe und dann 1 für Seite 1, 2 für die zweite Seite. Und Sie sehen auch, in der Steuerung für die Wandscheibenseite 1 ist eben anders als bei der Wandscheibenseite 2 die Variante ohne Fassade eben gar nicht vorgesehen, ne? Weil wir sagen, bei diesen Wandscheiben in der Regel ist immer eine dieser Seiten mit einer Fassade versehen, sonst wären es Wände, die im Inneren eines Hauses ausgeführt werden. Sowas nennen wir üblicherweise Innenwände. Kann natürlich alles entsprechend bei der Einrichtung verändert werden. Wenn wir auf die berechneten Positionen gehen,
dann sehen wir jetzt hier unsere Position in den entsprechenden Gewerkestrukturen. Das heißt also die Holzschalung bei Holz, Blechwelle bei entsprechend Blech, Putz bei der Putzberechnung. Wir sehen, dass die Gerüstberechnung entsprechend mit hinten dran hängt, die Lasurarbeiten für Holz und so weiter und so fort. Was wir allerdings auch, wenn wir genau hinschauen, wahrnehmen, und ich mache einfach mal eins, ich gehe mal auf die Rhombusschalung Fichte mit einem Doppelklick, die Positionsberechnung für die Holzschalungen passiert hier in einer separaten Position, nämlich Rhombusschalung Fichte für individuelle Wandscheibe, und ist damit in einer anderen Positionsstruktur als die Anführungszeichen normale Rhombusschalung für die Außenwände, unabhängig davon, ob eben für Massiv- oder für Holzaußenwände. Der Preis ist der gleiche. Warum separate Position? Separate Position einfach deswegen. Wir haben seit 2018 das Thema mit dem neuen Baurecht, dass die Anforderungen an eine detaillierte Beschreibung dessen, was der Kunde kommt, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level liegen. Und das ist einfach dafür gedacht, dass eben hier diese textuelle Ausweisung in der Leistungszusammenstellung etc. möglichst detailliert erfolgen kann. Wir haben bei der Berechnung der Wandscheiben entsprechend die gesamten Berechnungen wieder in entsprechenden Festformeln, das heißt also, die liegen an einer zentralen Stelle, und wir haben in den Berechnungen die Spannhöhe mit drin, das heißt also im Anschlussbereich der Wandscheiben an die Dächer, sowohl im Kniestock als auch im Giebelbereich, kann und wird die Wandfläche nochmal um die hier eingestellten Festwert von 18 cm entsprechend erhöht. Das heißt also, der Bezug in der Berechnung ist erstmal die Unterkante der Sparrenebene und deswegen hier die Möglichkeit, das Ganze entsprechend nach oben zu erhöhen, was automatisch gemacht wird. Wir gehen mal entsprechend in die Festformel, in der die Berechnung entsprechend stattfindet, und haben dort die Berechnungen für unsere Wandscheiben. Das heißt also, die individuellen Wandscheiben, die hier außen, Achse, innen und so weiter und so fort entsprechend gerechnet werden. Und wenn wir dort auf die Formeln gehen, haben wir halt entsprechend hier unsere Berechnung, bei der eben diese Erhöhung um die Spannhöhe automatisch entsprechend mit passiert und die Wandstärken eben mit der Definition 17, 5, 24, 25, 30, 36, 5 ausgeschlossen werden. Ich hatte gesagt, die 11, 5 als Ausschluss eben nur bei den Innenwänden, nicht hier bei den Wandscheiben. Das nochmal wichtig, ganz klar, aber eben hier auch die Definition der entsprechenden Wintergartenwände, die hier als Ausschluss entsprechend mit berücksichtigt werden, und natürlich die Wände, die von ihrer Definition her Bestandteil entweder der normalen Außenwände sind. Wir gehen kurz nochmal hin in der Wandbetrachtung. Das wäre die Eingabe, die hier mit den entsprechenden Wandstärken passiert, oder aber die in der Sparvariante mit einer offenen Wandkonstruktion sind. Das wäre der Eingang oder der Eintrag hier für die Außenwände in den Nebengebäuden. Das heißt also, unsere Fassadensteuerung für die individuellen Wandscheiben, für Wandseite 1, 2, für die jeweiligen Geschosse entsprechend getrennt. Das Gerüst hängt entsprechend mit dran. Am Dachanschluss wird das Ganze entsprechend um eine Spannerhöhung hochgerechnet. Das ist exakt das Gleiche wie auch bei den Außenwänden. Und wie gesagt, Erkennung ist letztendlich alles das, was übrig bleibt und nicht in irgendeine Spezialbehandlung Wintergarten, Massiv, normale Außenwände, Sparwände eingeordnet ist. Alles das, was dort übrig bleibt, sind halt die individuellen Wandscheiben, deren Fassadensteuerung und Fassadenberechnung wir uns damit jetzt entsprechend angeschaut haben.